So Leute, da sind wir wieder. Ich musste wieder bis hierhin spielen, denn ich habe vergessen zu speichern einfach und ja, also ich musste alles von vorne spielen, also wundert euch nicht, wenn ich irgendwie ein paar Kristalle mehr oder weniger habe oder was auch immer. Naja, dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster dort drin und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Nun mach schon. Okay, die linke Seite. Hier. Und wir schieben, schieben, schieben. Wir schieben schneller. Und wir gehen rein. In den Geheimgang. Und wir haben eine Lampe. Yeah. Sehr gut. Und was war das? Habt ihr das gehört? Bäm, eine Ratte. Getroffen. Hahaha. Moment. Ah, falsch. Falsch, falsch, falsch. Ich wollte nämlich das machen. So, das auswählen. Damit ich das anzünden kann. Jetzt wieder zurück zum Bumerang. Ist trotzdem jetzt etwas finster hier, findet ihr nicht auch? Stirb, Ratte! Ratte, stirb! Stirb! What the fuck? Die Lichter gehen wieder aus. Naja, dies zünde ich nicht an. Ist, glaube ich, nicht nötig, dass ich hier jedes Licht anzünde. Da ist sowieso nach einer gewissen Zeit wieder verschwindet. Also gehen wir mal hier nach unten. In den ersten Stockwerk. Und hier hat es oh, ganz viele Ratten. Moment, sind das alles Ratten? Nein, das sind doch Schlangen. Schlangen oder so irgendetwas. Los, haut ab. So, gut so. Und wir sind im ersten Kellergeschoss. Dort ist ein Leben, das brauche ich. Was ist das, eine Spinne oder so? Ja, eine Spinne, würde ich mal sagen. Und noch mehr Leben. Und ein Fass oder eine Vase oder wie auch immer. Los, du Scheißspinne, hau ab. Ist hier eine Truhe? Yeah! Ein geheimer Schlüssel. Oder wahrscheinlich ist er gar nicht so geheim. Egal. Für mich bleibt es ein geheimer Schlüssel. Da wir mit ihm hier rein können. Fokker, vorwärts! Es ist ja nicht mehr weit. Nur noch durch diese Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Okay, kein Problem. Moment. Ah, ich dachte schon, das ist irgendwie ein Fluss oder. Oh, hau ab, du Ratte. Dreckige Ratte hier. Und auch ein Roträtsch. Ah, was? Was ist denn hier los? Ah, hör jetzt auf, komm schon. Komm, du Ratte, gib mir Leben. Nein, kein Leben für Fokker. Kommt schon Leben. Ja, ah, hier ist es. Ich dachte schon, es hat keinen Ausgang. Oder keinen Eingang. Oder wie auch immer. So, oh, stirb, du Ratte! Wieso geben mir die Ratten kein Leben? Sie wollen wohl, dass ich sterbe, hä? Nicht sehr nett. Und da, ich habe gerade ein Leben erhalten. Stirb, stirb, stirb. Eine Spinne! Die töten wir natürlich auch. Aha, halt die typischen, Monster in so Dungeons, also nicht in so Dungeons, sondern in so Kanalisationen oder Kerkern oder so Spinnen, Ratten und ja, so Zeug halt. Kennt man wahrscheinlich auch aus anderen Rollenspielen oder Adventures oder so. Zelda ist ja ein Adventure, aber ja. Aber ja, wir töten auch die zwei Spinnen hier und gehen durch diese
Tür, denn wir haben den Schlüssel und ja, yeah, ist wieder hell. Wir werfen unseren Boomerang. Die Ratten greifen mich nie an, das gefällt mir gut, aber ich lasse mich trotzdem oft von ihnen treffen. Nein, du bleibst stehen. Und jetzt bist du tot. Und du auch. Und hier Spinnen. Ah, Moment, ist das überhaupt Spinnen? Okay, hier ein kleines Schieberätsel. Nein. Okay. Wie komme ich hier durch? Vielleicht so. Bounce. Nein. Okay, ich komme hier nicht durch. Komme ich hier durch? Komm schon! Nein, ich will nicht die Karte öffnen. Sonst die Lampe, so. Nein. Was muss ich hier machen? Hier irgendwo ein Geheimgang? Nö, sieht nicht so aus. Okay, versuchen wir es nochmal. Nochmal schieben, stoßen, ziehen, was auch immer. Boah, komm jetzt, was ist los? Wieso ist das vorher nicht gegangen? Wieso? Ich hab's doch schon vorher gemacht. Und hier extrem viele Ratten. Das sehen wir natürlich gerne. Und wir sehen gerne, wie unsere Fässer daneben gehen. So wie hier, aber diesmal nicht. Ich will alle Ratten mindestens einmal töten. Oh, komm du Ratte. Gelähmt und... ich treffe nicht. Und... Bam. Komm schon. So ist doch gut. Okay, die roten Edelsteine geben mir, glaube ich, 20 oder 10 von diesen, hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen musst du an einem der Hebel ziehen. Okay, gut zu wissen. Aber zuerst besiegen wir diese Ratten hier. Zieh an dem Hebel, um die Tür zu öffnen, drücke ab. Bam. Ich lasse mich hier von Ratten verarschen. Ziehen. Yes. Und was öffnet diese Tür da? Also dieser Hebel? Gar nichts. Ja, mehr Schlangen. Okay, weiter, bevor ich sterbe. Ein Wunder, Prinzessin Zelda, ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Fokka? Ja, wer denn sonst? Sie hat sicher nicht mich aus dem Gefängnis gerettet. Ja, richtig, Fokka half mir aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Agachnim plant. Es ist unfassbar. Er drohte mit den Worten: Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte, Fokka, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse, dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an. Vernichte Agachnim, denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte! Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Gnachners Taten und seiner schwarzen Magie. Eine dunkle Macht, schwarze Magie? Wer hätte es denn gedacht? Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert, doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge.
Die Leute sagen, der Dorfälteste sei den Nachfahren des Sieben Weißen, sein Nachfahre des Sieben Weißen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht schon überall Prinzessin Zelda. Verstecke ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus Zaharraschel auf deiner Karte, aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger. Den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Ja, ich habe dich verstanden. Gut. Und ich sage, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir zu diesem Typen da gehen. Ich habe schon vergessen, wie er heißt. Also, bis dann, Leute.